Nachdem wir nun das Baskenland besichtigt haben, geht es für uns weiter nach Kantabrien, wo wir den Playa de la Aña besichtigen. Der erste Stopp heute von uns ist der Playa de la Aña, hinter Santander gelegen. Und den schauen wir uns jetzt mal genauer an und nehmen euch wieder mit. Camper aber nachts nicht erlaubt und dann läuft man einfach nur diesen kurzen Weg hier runter und dann befindet sich hier der Strand, wo man baden kann. Wir fanden es ja schon da hinten richtig cool, als wir da eben hochgelaufen sind. Aber jetzt sind wir auf die andere Seite der Bucht und hier hat man nochmal einen aus unserer Sicht grandioseren Ausblick über die ganze wunderschöne Felsbucht und hier blüht es jetzt auch gerade ganz schön und ja, das können wir auf jeden Fall empfehlen, auch auf die andere Seite nochmal rüber zu laufen. Thank you.
Den Playa de la Arena finden wir wirklich beeindruckend. Die Felsen, die hier zu sehen sind, sind teilweise mehr als 90 Millionen Jahre alt. Und es ist einfach faszinierend, die Formationen zu beobachten. Und wir können jedem empfehlen, hier am Strand zu verweilen und sich ein bisschen Zeit mit einzuplanen. Das lohnt sich auf alle Fälle. Und an Tagen mit schönem Wetter kann man hier auch baden gehen. Wir gehen jetzt gleich kurz was einkaufen und dann geht's für uns weiter zur Stellplatzsuche. Geht's heute ins Gebirge. Bisher ist die Wettervorhersage noch nicht so optimal, aber mal gucken. Wir wollen erst morgen dort eine Wanderung machen, insofern ist das auch nicht so schlimm. Nachdem wir nun die schöne kantabrische Küste erkundet haben, geht es nun für uns in die Picos de Europa. Das ist ein kantabrisches Gebirge in Nordspanien. Und hier haben wir für den nächsten Tag eine Wanderung geplant, nämlich die Ruta del Caris. Heute ist nur geplant, hochzufahren ins Gebirge. Das wird auf jeden Fall auch noch mal ca. 2 Stunden dauern. Und dann werden wir uns nur noch auf dem Stellplatz ausruhen. Und morgen früh geht es dann direkt los auf die Wanderung, wo wir euch natürlich wieder mitnehmen werden. Nach einer recht kurvenreichen Fahrt durch viele Serpentinen sind wir nun angekommen auf einem schönen Stellplatz mitten im Gebirge. Wir sind jetzt in den Picos de Europa Nationalpark und wir wollen morgen hier eine Wanderung machen. Das Wetter hat bisher ganz gut mitgespielt. Es hieß, es kommt heute noch Regen und ein Gewitter. Das kann auch gut sein, dass heute Nacht eins aufzieht. Aber bisher war es weiterhin trocken und dadurch war auch die Fahrt hier hoch auf jeden Fall angenehmer als befürchtet. Und jetzt haben wir einen Stellplatz hier mit Strom für 10 Euro und machen jetzt gleich Abendessen. Und dann geht's auch schon schlafen, damit wir morgen dann fit sind für die Wanderung.